Naja, also in der Bürgerbeteiligung, da geht es ja immer um irgendetwas, da gibt es etwas zu entscheiden in der Politik und das bewegt die Menschen, das berührt die Menschen. Man muss allerdings herausfinden, was ist der spannende Punkt, an dem die Menschen mitreden möchten. Und das ist sozusagen der Anfang, wenn wir überlegen, wie aktivieren wir die Menschen, wie gewinnen wir die Menschen für solche politischen Beteiligungsprozesse. Man muss die Sache von Anfang bis Ende gut durchdenken. Man muss nicht nur überlegen, wie man eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht und wie man die Aufmerksamkeit bekommt, sondern man muss auch überlegen, wie der Rückkanal organisiert wird. Also wie sieht das Feedback aus, was Bürger, die mitmachen, die auch ihr Engagement geschätzt wissen wollen, an Feedback bekommen. Also über E-Partizipation und Bürgerbeteiligung hinaus finde ich es sehr spannend, sich Projekte anzugucken im Umfeld von Citizen Science, sage ich mal. Die haben sehr viel auch mit Smart City.